Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute beschäftige ich mich mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Knochengesundheit. Ich habe ein Video reinbekommen von Dr. Sean Baker gestern. Der ist orthopädischer Chirurg, hat in seinem Leben sehr viele kaputte Knochen wieder zusammengeflickt und alte, verbrauchte Knochen ausgetauscht. Und deshalb ist dieses Thema für ihn von sehr großem Interesse. Er selbst ernährt sich nach Zero Carb, also ohne Kohlenhydrate. Und da wird ja immer behauptet, dass Menschen, die so essen, nicht genug Nährstoffe bekommen und krank werden. Und deswegen interessiert ihn diese Frage natürlich doppelt. Und so hat er sich ein bisschen damit beschäftigt. Knochenbrüche führen vor allem bei älteren Menschen oft innerhalb eines Jahres zum Tod. OPs waren Sean Bakers Tagesgeschäft jahrelang, bis er den Zusammenhang erkannt hat zwischen Knochengesundheit und guter oder schlechter Ernährung. Das gab dann einige Verwirrungen mit seinem Arbeitgeber, einem Krankenhaus. Er hatte ein ziemlich hohes Aufkommen in seinem OP, das heißt, er hat sehr viel Geld verdient für dieses Krankenhaus, und als er angefangen hat, den Patienten zu sagen, dass sie mit einer Ernährungsumstellung ihre Knochengesundheit verbessern können und bei einigen der OP-Termin abgesagt werden konnte, war das Krankenhaus natürlich überhaupt nicht amused, und das hat dazu geführt, dass er seinen Job verloren hat und letztendlich sogar die Lizenz entzogen bekam. Denn wer sich in den USA anders verhält, als man von ihm erwartet, kriegt Schwierigkeiten. Erwartet wird, dass Ärzte die Patienten nach der sogenannten Standard of Care behandeln. Das sind Medikamente, Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie. Also alles, woran Big Pharma Geld verdient. Und wenn jemand sagt, essen Sie mehr Brokkoli und treiben Sie ein bisschen mehr Sport, macht er sich schon strafbar. Es gibt etliche Ärzte, die im Ausland praktizieren, Mexiko, Panama, Ecuador oder wo die alle sind. Und einige von denen droht bei einer Einreise in die USA die Verhaftung, weil sie ihre Patienten auf illegale Art und Weise heilen. Sean Baker hat einen Artikel gefunden im Journal of Nutritional Review 2018. Da geht es um eine Meta-Analyse. Also Meta-Analyse, das ist eine Zusammenführung von vielen einzelnen Studien, die dann auf Herz und Nieren geprüft werden, wo geguckt wird, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt. Diese Studie ist durchgeführt worden von Igua, Sell und Kollegen. Untersucht wurden 20 Studien mit 37.134 Teilnehmern. Verglichen wurden Allesessern mit Vegetariern und Veganern. Und die Frage war, ob eine Ernährung auf Pflanzenbasis das Osteopenie- oder Osteoporose-Risiko erhöhen kann. Osteopenie ist der Vorläufer der Osteoporose, eine Schwächung der Knochenmasse. Eine Reduzierung. Dieser Punkt wird seit Jahren debattiert, und untersucht wurden deshalb Knochenbrüche und Knochendichte bei diesen Probanden. Das Ergebnis war, dass die Veganer die niedrigste Knochendichte an ihren Oberschenkelhalsknochen und an der Lendenwirbelsäule hatten, und sie hatten außerdem die höchste Knochenbruchrate. Genannt hat er außerdem ein prominentes Beispiel, der Dr. John McDougall. Ich war früher mal ein glühender Fan von Dr. McDougall, als ich noch Veganer war. Heute kann ich mich damit nicht mehr so identifizieren, aber gut. Dr. McDougall hat ein Buch geschrieben, The Starch Solution, der deutsche Titel, die High Carb Diät, wobei High Carb jetzt nicht so richtig deutsch ist, oder? Dr. McDougall ist nicht nur Verfechter der veganen Ernährung, sondern er propagiert eine extrem stärkelastige Ernährung, die zu einem großen Teil aus Dingen wie Reis, Mais, Kartoffeln,
Bohnen, Nudeln, Brot und so weiter besteht, von denen wir ja wissen, dass diese Dinge alle den Insulinausstoß in die Höhe peitschen und eigentlich gar nicht so wirklich gut sind. Aber gut, es geht ja jetzt um die Knochen und nicht um Diabetes, also lassen wir das mal so stehen. Dr. McDougall, 69 Jahre alt, ist in seinem Bad gestürzt und erlitt nach eigenen Angaben mehrere Knochenbrüche. Betroffen waren die unteren Lendenwirbel, das Becken. Er hatte eine Spiral- bzw. Torsionsfraktur am linken Oberschenkelhalsknochen. Und für mich hört sich das jetzt nicht nach gesunden Knochen an, denn er ist ja nicht aus irgendeiner Höhe, einer bestimmten Höhe gefallen, wo man mit massiven Knochenbrüchen rechnen würde, sondern ich nehme mal an, dass er stand oder saß und gefallen ist. Und sich dann gleich mehrere Knochen so massiv zu brechen, das finde ich schon beeindruckend. Dr. Sean Baker hat ja, wie gesagt, viel Erfahrung mit solchen Brüchen. Das war ja sein Job. Und er sagt, dass das für einen 69-jährigen Mann wie Dr. McDougall sehr ungewöhnlich ist. Und dass normalerweise die betroffenen Patienten viel älter und weiblich sind. Der Dr. Baker führt diese Knochenschwäche auf einen Eiweißmangel zurück. Vegetarier und Veganer essen zu wenig Eiweiß, also ganz generell schon. Und sie glauben ja auch, dass sie nicht viel brauchen. Aber sie essen auch das falsche Eiweiß. Ja, ich weiß, ich mache mir jetzt hier wieder nicht unbedingt sehr viele Freunde, aber ich gebe das weiter, ne, so wie ihr das gesagt habt. Und ihr müsst damit nicht einverstanden sein. Ihr könnt euch schlau machen. Macht eure Recherche und guckt euch die Dinge selbst an. Der Eiweißbedarf steigt im Alter, das habe ich auch schon gesagt. Das liegt unter anderem daran, dass das Eiweiß, das wir zu uns nehmen, nicht mehr so gut verstoffwechselt wird wie in jungen Jahren. Im American Journal of Clinical Nutrition war eine interessante Studie über den Zusammenhang zwischen Eiweiß und Hüftfrakturen. Also da geht es ganz konkret um die Frage nach dem Eiweiß. Bei postmenopausalen Frauen, also Frauen, die die Wechseljahre hinter sich haben, und die Erkenntnis daraus war, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Eiweißmangel und Knochenbrüchen und dass Eiweiß, insbesondere Eiweiß tierischer Herkunft, Hüftfrakturen bei postmenopausalen Frauen reduziert. Und ich vermute mal, nicht nur diese. Auch körperliche Betätigung kann sich für Veganer positiv auswirken. Krafttraining stärkt ja die Knochen, wie wir wissen. Und diese sportlichen Veganer sind dann vielleicht weniger gefährdet als unsportliche, aber alle haben im Vergleich zu Menschen, die sich anders ernähren, ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Veganes Eiweiß ist natürlich besser als gar kein Eiweiß, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu streiten. Aber das tierische Eiweiß verweist alle auf die Plätze. Eiweiß ist natürlich nicht alles, das ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll ich denn nun essen? Wie kommt man leicht an gute Nährstoffe, ohne Tausende von verschiedenen Lebensmitteln verzehren zu müssen? Ich hatte ein Video gemacht über Eier, das könnt ihr euch anschauen, und hatte erwähnt, dass ich eventuell noch mal eins über die Leber mache, was ich noch nicht getan habe. Mal schauen. Aber die Leber ist eine absolute Nährstoffbombe, ein Superfood, es gibt nichts Besseres. Also da kann man nur Superlative dafür finden. Rinder, Schweine, Hühnerleber ist völlig egal, das ist einfach der Knaller. Und man braucht auch nicht zu viel davon zu essen. So ein kleines Stückchen Leber von 50 Gramm, da bekommt ihr mehr als genug Nährstoffe für den Tag. Kakao ist ideal bei der Ernährung auf Pflanzenbasis, aber Vorsicht bei Schokolade, ne, Zucker. Schwarze Schokolade ist besser oder Kakaopulver mit nicht viel Zucker oder ohne Zucker oder Kakaobohnen, Kakaonips, wie man die auch nennt.
tolle Sache. Enthalten, ich nenne jetzt nicht die einzelnen Prozentzahlen an Vitaminen oder die Milligramm oder was auch immer da in den Listen aufgeführt wird, das dauert zu lange, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die Dinge, die ich jetzt erwähne, wirklich ein Powerhouse an Nährstoffen sind und viele von denen enthalten ein Mehrfaches des täglichen Tagesbedarfs an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und so weiter. Eier, hatte ich schon gesagt, wahrscheinlich das kompletteste Nahrungsmittel der Welt. Und zwar alle Eier, also Vogeleier, Hühnereier, Fischeier sind eher bekannt, aber es gibt auch Reptilieneier, die ebenso nahrhaft sind. Eier sind wahrscheinlich das kompletteste Nahrungsmittel der Welt, was Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass da ein Küken drin sitzt, das sich davon ernährt eine ganze Weile und das alles in diesem Ei finden muss, was es braucht. Avocado, wieder was für die Veganer. Kein Gemüse, sondern eine Frucht, spielen eine wichtige Rolle in der mexikanischen Küche, schmecken sehr gut, sind sehr vielseitig, weil sie einen nicht sehr ausgeprägten Eigengeschmack haben. Man kann da also viel spielen mit den Rezepten und sie sind auch vollgestopft mit Nährstoffen. Und für diejenigen, denen das wichtig ist, sie haben viele Ballaststoffe. Avocados enthalten mehr Ballaststoffe als Getreide sogar. Und Studien haben gezeigt, dass zum Beispiel ein Avocado pro Tag das Risiko für Herzkrankheiten reduziert. Wobei ich jetzt nicht weiß, was diese Leute sonst noch gegessen haben. Wer sich insgesamt gut ernährt, braucht wahrscheinlich nicht unbedingt ein Avocado pro Tag. Aber es kann auch nicht schaden. Wildlachs, eines der besten Nahrungsmittel. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Wildlachs und Zuchtlachs und der Wildlachs ist natürlich zu bevorzugen, aber er ist teuer. Den kann sich eventuell auch nicht jeder leisten, zumindest nicht in irgendeiner nennenswerten Menge. Der Zuchtlachs ist teilweise belastet mit Antibiotika, Pestiziden und die Fische werden suboptimal ernährt. Aber Zuchtlachs ist allemal besser als gar kein Lachs. Auch dieser erhöht das gute Cholesterin, HDL. Und reduziert die Triglyceride, also das Blutfett, und verbessert damit die Herzgesundheit. Austern, nicht billig, aber wieder ein Superfood. Alle Meeresfrüchte sind fantastische Quellen für Nährstoffe aller Art. Also es ist schon beeindruckend. Und Austern sind ganz oben auf der Liste. Sie sind teuer, aber eine kleine Menge bringt sehr viel. Also wenn man eine davon isst, ist man schon recht gut versorgt, obwohl da ja nicht so sehr viel drin ist. Ne? Steak und Fleisch ganz allgemein, vor allem natürlich Innereien. Ich weiß, die schmecken nicht jedem, aber das ist das Beste. Es hat einen Grund, dass ich die Leber als erstes genannt habe. Nicht nur Gemüse bringt viele Vitamine mit. Die besseren Lieferanten sind eigentlich das Fleisch und eben die Innereien. Auch da lasse ich jetzt mal alle Zahlen weg. Ihr könnt euch da selbst schlau machen, das findet ihr überall. Wenn jemand Lust hätte, sich zum Beispiel nur von Innereien und Eiern, also Hühner, also Vogeleiern und Fischeiern zum Beispiel zu ernähren, dieser Mensch bekäme mehr als genug Nährstoffe und hätte nie irgendeinen Mangel irgendeiner Art und bräuchte sonst eigentlich nichts zu essen. Gut, es ist eine Geschmackssache und vielleicht ein bisschen wenig abwechslungsreich, aber ich will damit sagen, dass man nicht viel braucht, um etwas Gutes für seinen Körper und seine Gesundheit zu tun. Algen. Seaweed im Englischen, Meeresunkraut. Unkraut. Kaum Unkraut, denn die besten Nährstoffe kommen aus dem Meer und die Algen sind der beste Lieferant für Jod. Algen enthalten Nährstoffe, die es in keinem anderen Lebensmittel gibt. Viele davon sind noch gar nicht erforscht und wir gehen davon aus, dass viele noch gar nicht entdeckt wurden. Also da ist sehr viel drin, was sehr gut ist. Wir müssen nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass es funktioniert. Richtig? Algen haben einen positiven Effekt auf Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechsel. Allgemein. Spinat und grünes Blattgemüse, Grünkohl ist zum Beispiel eine gute Sache.
auch da viele gute Nährstoffe, aber die sind teilweise nicht so bioverfügbar wie die aus tierischen Nahrungsmitteln. Manche Antinährstoffe, die in diesen Pflanzen enthalten sind, verhindern die Aufnahme der Vitamine und Mineralien und Spurenelemente in unserem Körper. Das heißt, wir können etwas essen, Spinat zum Beispiel, was ganz viel Vitamin A enthält und sind der Meinung, dass wir viel Vitamin A bekommen, was wir aber nicht tun, weil der Körper letztendlich nichts damit anfangen kann. Aber ich vermute mal, dass Spinat besser ist als Kekse und Kuchen. Also für diejenigen, die sich ohne Tier ernähren wollen. Und deswegen habe ich das hier auf der Liste. Sardinen oder überhaupt alle Kaltwasserfische, Thunfisch, Lachs, Makrele, Hering, Sardinen, sehr gesund, auch aus dem Meer. Viel Omega-3. Ihr wisst ja, Omega-3 ist ganz wichtig. Es bringt aber nichts, zu versuchen, sehr viel mehr Omega-3 zu essen, wenn unsere Nahrung sehr viel Omega-6 enthält. Wie zum Beispiel in Pflanzenölen ist Omega-6 enthalten. Und ein ungünstiges Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 erhöht das Risiko für viele Krankheiten. Und in unserer modernen Fast-Food- und Fertignahrungswelt gibt es viel zu viel Omega-6, nicht nur in Pflanzenölen, sondern das ist eigentlich überall drin. Das Verhältnis sollte im Idealfall 1 zu 1 sein, also Omega-3, Omega-6. 2 zu 1 ist noch gut, 4 zu 1, 5 zu 1 geht alles noch. Bei vielen ist es dann 15 zu 1, 30 zu 1, 40 zu 1, manchmal in den USA 50 zu 1 und das ist natürlich. Da nützt es dann nicht mehr viel, einmal die Woche Lachs zu essen oder Makrele und da noch ein bisschen Omega-3 reinzukriegen, wenn man so viel Omega-6 isst, wie viele das tun, hat man schlechte Karten. Also man muss die Ernährung insgesamt überdenken. Pilze. Es gibt viele verschiedene Arten von Pilzen. Wenn sie nicht gerade giftig sind, sind die meisten sehr gesund und schmecken auch gut. Einer der besten ist der Shiitake-Pilz, aber auch alle anderen sind gut, sofern nicht giftig, wie gesagt. Pilze enthalten viele Mineralien wie Kalium, Phosphor, Magnesium. Sie sind Low Carb, ne, wie alles andere, was ich hier genannt habe, auch. Also für Menschen, die sich nicht Zero Carb ernähren ohne Pflanzen, sondern Low Carb, ist das eine tolle Sache. Pilze haben viele medizinische Eigenschaften, die sehr nützlich sind für unsere Gesundheit. Und so mancher heilende Inhaltsstoff ist noch gar nicht entdeckt worden. Sie haben krebshemmende Komponenten, sind antimikrobiell, entzündungshemmend, antioxidativ. Also Pilze sind eine tolle Sache und sie haben wenig Kalorien für diejenigen, die nicht zunehmen oder abnehmen wollen. Mandeln und viele Nüsse schmecken gut, sind eine gesunde Knabberei, besser als Kartoffelchips und Schokolade auf jeden Fall. Jeder hat seinen eigenen Favorit. Was die Nährstoffe betrifft, sind die Mandeln ganz oben auf der Liste der Nüsse, obwohl sie gar keine Nüsse sind. Der Gesundheit sind sie zuträglich aufgrund ihrer Antioxidantien. Sie reduzieren das Risiko für viele chronische Krankheiten, wirken positiv auf das Herz, verbessern das HDL-Cholesterin, das ist das Gute, reduzieren damit massiv Herzkrankheiten. Also auch das ist, es gibt natürlich noch andere. Das ist jetzt keine vollständige Liste. Ich hatte ein Video gemacht über die Nährstoffdichte unserer Nahrung. Da werden noch viel mehr genannt. Das war der Matt Lalonde, der sich damals mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und das sehr gründlich unter die Lupe genommen hat für diejenigen, die das interessiert. Und ja, also ihr seht, man braucht nicht so viel, gar nicht so viel verschiedene Lebensmittel, um wirklich gut oder sehr gut versorgt zu sein. Aber leider hat man mit pflanzlichen oder mit ausschließlich pflanzlichen Lebensmitteln nicht so wirklich gute Karten. Und die Take-Home-Message, also was man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die Lebensmittel mit der höchsten Nährstoffdichte aus dem Meer kommen. Ja, man muss keine 100 Lebensmittel verzehren, um versorgt zu sein. Es müssen nur die richtigen sein. So, und das war's schon. Ich wollte es weitergeben.
diese Geschichte mit dem Dr. McDougall, weil ich finde es schon sehr beeindruckend, denn gerade bei diesen Gurus, nenne ich das jetzt mal, wie Dr. McDougall, der ja sehr viele Follower hat und Abonnenten und Bücher schreibt und wirklich sehr bekannt ist, ist es schon sehr erstaunlich, dass er so ein Problem hat. Ja, mehr darüber könnt ihr selbst in Erfahrung bringen. Ich werde ein paar Sachen verlinken in den Kommentaren über ihn und über den Sean Baker. Aber ihr wisst ja, wie man Google benutzt. Also könnt ihr noch viel mehr selbst finden. Ich danke euch wieder fürs Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und eine gute Woche. Und ich sage euch Tschüss und bis bald.